Wir machen eine kurze Kundgebung. Uns war es wichtig, heute am 8. Mai ein ganz deutliches Zeichen auch zwischen diesen ganzen Sitzungen im Parlament zu setzen. Gegen Krieg, gegen Faschismus. Wir wollen diesen Tag der Befreiung würdig auch begehen und vor allem uns wenden gegen jede weitere Unterstützung von faschistischen Gruppen in Europa und heute anlässlich auch der Ukraine. Ja, mir war es wichtig, heute am 8. Mai, Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus, hierher zu kommen und ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir es nicht akzeptieren, dass hier im Rahmen dieser ganzen antirussischen Propaganda auch versucht wird, Geschichtsrevisionismus zu betreiben, die Rolle der Sowjetarmee klein zu machen und sogar zu verunglimpfen. Und wie wir es hier erlebt haben in der Auseinandersetzung um die russischen Panzer, hier der Präsenz, deshalb bin ich hierher gekommen, um mich solidarisch zu erklären und nochmal ausdrücklich mich zu bedanken bei der russischen Bevölkerung, weil sie hat einen sehr hohen Blutzoll damals im Zweiten Weltkrieg gezahlt für die Befreiung, unsere Befreiung vom Faschismus. Und ich finde, da haben wir eine historische Verantwortung, dass wir heute auch eine Politik machen, die sich gegen Faschismus in Europa wendet und die auch nicht mit faschistischen Kräften in der Ukraine zusammenarbeitet. Unsere Kameraden und Kameraden, die Buchenwald überlebt haben, haben, nachdem am 11. April Buchenwald befreit wurde, am 19. April sich zusammengefunden und geschworen: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir dürfen niemals vergessen, dass nämlich die Bevölkerung der Sowjetunion mit 20 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg den größten Blutzoll für die Niederung des Hitler-Barbarei geliefert haben. Also ich bin heute hier, um den Sieg über den Faschismus zu feiern und zu ehren diejenigen sowjetischen Helden, die im Krieg gefallen sind. Heute ist der 8. Mai, das ist der Tag der Befreiung. Deutschland wurde 1945 an dem Tag vom Faschismus befreit. Das ist sollte ein nationaler Feiertag sein, meiner Meinung nach. Ja, in den letzten Wochen und Monaten haben wir eine beispiellose Situation. Wer in diesen Tagen sagt, was ist, wer klar sagt, dass an der Putschregierung in Kiew Faschisten beteiligt sind und wer ganz konsequent für Frieden und Deeskalation gegenüber Russland eintritt, der wird beschimpft, der wird diffamiert, schlicht verleumdet. Und das nicht nur seitens der Bundesregierung oder von den Grünen im Deutschen Bundestag, sondern auch von Staatsmedien in Deutschland und auch von vielen privaten Medien. Und die Mehrheit der Bevölkerung muss man halt dazu ermutigen, sich nicht einschüchtern zu lassen, trotz dieser veröffentlichten Meinung aufzustehen, auf die Straße zu gehen und dort ihre Meinung für einen Frieden in Europa auch kundzutun.